So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ihr habt es euch gewünscht und ich werde nachliefern. Es gab die Frage, ob ich nicht mal erneut ein Video zum Kampf machen kann und zu einem Tutorial hierbei. Das habe ich bereits einmal gemacht. Hier ging es dann vor allem um die Initiative und wie man Bewegung abhandeln sollte. Das kann ich natürlich noch einmal verlinken, einfach oben rechts jetzt nochmal auf das i beachten. Aber ich werde auch hier noch einmal meine Gedanken ein bisschen sortieren und noch einmal ein paar Tipps geben, wie man dann einen Kampf gut darstellen kann. Es sind vier Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte. Zum einen, ja, wir machen es schnell, schnelle Kämpfe. Und das bedeutet, dass Kämpfe sehr oft sehr langatmig werden können. Oft sind das dann Kämpfe, die dauern vielleicht mal 30 Sekunden, wenn es hochkommt, im IT-Bereich, also innerhalb des Spieles, dauert sowas dann ja 10 Sekunden, 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute. Aber je mehr Kampfrunden wir haben, desto länger dauert das denn eben OT am Tisch oder eben am, ja, am Spieltisch. Und wie kann man jetzt solche Kämpfe versuchen, schneller zu machen? Das ist eigentlich recht simpel. Wenn es unwichtige NPCs sind, die nicht unbedingt namhaft sind, die nicht unbedingt wichtig für die Kampagne sind, dann sollte man hier auf eine Parade verzichten, auf einen Reaktionswurf, je nachdem, in welchem System wir sind. Ich spreche jetzt hier ganz generell über alles, also DSA, das Schwarze Auge, Shadowrun oder wenn wir später im Mond sind, wenn wir bei Warhammer sind oder auch gerade bei Cthulhu, denn daher kommt der Tipp, den ich an euch weitergeben möchte. NPCs, Nichtspielercharaktere, verzichten gerne mal auf eine Parade und greifen ein zweites Mal an. Das macht die Kämpfe schneller, weil sie selber viel mehr Trefferpunkte einstecken, wenn sie sich nicht verteidigen. Sie verlieren mehr Lebenspunkte und sterben schneller. Aber es macht die Kämpfe auch spannender, weil, naja, die Spielercharaktere müssen sich dann eben, naja, entweder verteidigen oder aber sie verteidigen sich auch nicht und verlieren Lebenspunkte. Und damit werden Kämpfe spannend. Zum einen werden die Kämpfe schneller, weil die Lebenspunkte schneller ausgegeben werden. Und genau da sollte man dann eben auch nochmal den zweiten Punkt beachten. Der kommt dann nämlich dazu. Von den schnellen Kämpfen kommen wir zu den Konsequenzen. Wenn man dann einen Kampf hat, dann ist es nicht sonderlich spannend, wenn am Ende ein Charakter von den, naja, sagen wir einfach mal 40 Lebenspunkten, hat er vielleicht nur 5 verloren, dann ist ein Kampf nicht spannend, weil man muss nicht um sein Leben fürchten. Wenn wir dann 10 Lebenspunkte haben beispielsweise, wir sind jetzt irgendwie in so einem BRP-System, also Cthulhu oder Warhammer, dann ist es auch nicht sonderlich spannend, wenn ich nur ein oder zwei Lebenspunkte verliere. Da muss ich auch noch keine Angst um meinen Charakter haben. Wenn ich jetzt allerdings von meinen 40 Lebenspunkten, naja, 30 verloren habe, dann sollte ich mir mal wirklich überlegen, ob es noch gesünder ist zu fliehen oder ob ich noch wirklich den letzten Schlag mache und dann denjenigen ins Gras beißen lasse. Also da muss man dann so ein bisschen abwägen. Ja, wenn ich noch 35 Lebenspunkte habe, dann muss ich mir diese Frage nicht stellen. Das ist nicht sonderlich schwierig zu beantworten. Gut, wenn wir jetzt wieder bei Cthulhu sind und dann nicht mit 40 Lebenspunkten arbeiten, sondern mit 10, dann sollte diese Grenze bei, naja, wenn man noch überhaupt lebensfähig ist, kampffähig ist, dann sollte man sich diese Frage dann so ab 3 oder 2 Lebenspunkten stellen. Da wird das dann nämlich sehr, sehr schnell, sehr knapp. Vor allem, wenn auch eine einzige Pistolenkugel einen Charakter töten kann. Auch da sollte einem dann so etwas bewusst sein. Finde ich ganz schön, wenn man mal seinen Spieler darauf hinweist, wenn man dann den Charakter erstellt und man würfelt dann die Lebenspunkte aus oder rechnet die zusammen und dann steht dann sowas wie ja, 10 Lebenspunkte. Dann sollte man den Spieler mal darauf hinweisen, wenn jetzt mit einer Pistole geschossen wird oder meinetwegen mit einer Armbrust, wenn wir in einem anderen System sind, dann kann dich ein einziger Schuss töten. Wenn einem sowas bewusst ist, dann sind die Kämpfe von vornherein sehr spannend. Zumindest finde ich das. Also ich habe auch schon das eine oder andere Mal gespielt und dieser Nervenkitzel ist dann doch mal was ganz anderes, als wenn ich mir dann irgendwie 10 Armbrustbolzen oder 10 Pistolenkugeln einhandeln kann. Ne? Also wenn man dann wirklich von einem Heldensystem oder von einem, ja, Opfersystem spricht. Das möchte ich euch einfach nochmal mit an die Hand geben. Also es sollte irgendwo knapp sein, aber fair bleiben. Das ist eben auch noch eine ganz schwierige Herausforderung, dass man dann die Kämpfe so gestaltet, dass man, naja, von den 40 Lebenspunkten auf 10 runtergezerrt wird oder von den 10 Lebenspunkten auf 3 runtergezerrt wird. Man muss aber nicht unbedingt sterben.
Wenn es zu leicht ist und man dann, ja, vielleicht nur einen Lebenspunkt verliert, dann, ja, kann ich mir den Kampf auch eigentlich ganz generell in die Haare schmieren. Dann muss ich sowas nicht auswürfeln, wenn ich sowas von vornherein weiß. Wenn man dann irgendwie ein großer, strahlender Ritter ist mit einer Plattenrüstung und dann kommt ein Goblin mit einem Knüppel an, dann muss ich sowas nicht auswürfeln. Das ist halt lachhaft, das kostet einfach nur unnötig viel Zeit. Solche Kämpfe sollten gar nicht geführt werden. Das als Tipp an euch. Ja, dann sollten sie, wie gesagt, nicht zu schwer sein. Wenn man dann irgendwo, naja, in einer Hauptstadt ist, man geht kurz in die Kanalisation, um ein paar Ratten zu töten und im ersten Abflussschacht findet man dann einen riesigen Drachen und der kann dann einen mit einem einzigen Feuerstrahl vernichten, dann ist das nicht sonderlich fair und dann ist das zu schwer. Wenn man solche schwierigen Gegner einbaut, dann sollten sie lange angekündigt sein und man sollte auch grob mal ankündigen, wie man sie eventuell besiegen könnte. Nicht unbedingt dann auf die konventionelle Art und Weise, das ist natürlich möglich, aber man kann sie eben auch, naja, eben durch Reden besiegen, durch Schwachstellen, die man herausgefunden hat. Wenn man beim Drachen dann herausgefunden hat, dass er eine Schuppe verloren hat und wenn man ihn dann dort trifft, wo diese Schuppe nicht mehr sitzt, meinetwegen am Rücken oder meinetwegen irgendeine Stelle am Bauch. Wenn man diese, naja, Möglichkeiten kennt, diesen Drachen dann sehr schnell zu vernichten, das muss jetzt auch kein Drache sein, ihr könnt dann eben euch überlegen, aber wenn es einen wirklich schwierigen Gegner gibt, dass man eben eine langfristige Lösung ankündigt und da sollte man dann nicht sehr zufällig sie in einem Kanalisationsschacht auf einen Endgegner treffen lassen. Das sind die Konsequenzen. Dann sollten wir uns noch einmal über die Beschreibung von Kämpfen unterhalten. Es gibt diejenigen, die zuerst beschreiben und dann würfeln. Das finde ich aber nicht ganz so gelungen, denn wenn ich eine sehr, sehr tolle Szene beschreibe, wie ich jetzt unter dem Gegner entlang rutsche und dann auf den Knien schlitternd ihm den Bauch aufschneide, dann muss das natürlich auch der Würfelwurf stützen. Und wenn ich dann nicht ganz so gut würfel und diese Aktion nicht so gelingt, wie ich mir das vorstelle, dann ist meine Beschreibung an der Stelle ja falsch gewesen und das reißt mich dann in dem Moment aus der Immersion heraus, weil ich mir dann eben nochmal schnell überlegen müsste, naja, was ist denn passiert, dass es nicht geklappt hat, obwohl ich es eben so schön beschrieben habe. Ich kann natürlich ankündigen, dass ich das gerne machen wollen würde, aber ich kann nicht sagen, dass es so passiert und naja, dann würfle ich erst, das geht nicht. Also da dann ankündigen, was man gerne machen möchte, dann kann der Spielleiter eben auch noch den Wurf erschweren, wenn es denn etwas ganz Besonderes sein soll. Oder man kann es eben auch komplett darauf verzichten, kann dann einfach sagen, ich möchte eine Finte machen, ich möchte einen Wuchtschlag machen, ich möchte ganz gezielt auf den Kopf schießen mit meiner Pistole, je nachdem, in welchem System wir sind und mit welchen Waffen wir spielen. Da sollte man sich dann also überlegen, was möchte ich ganz generell tun? Dann wird gewürfelt und wenn der Wurf eben besonders geklappt hat, weil es ein Crit ist oder weil es ein Patzer ist, dann kann ich wirklich beschreiben und dann kann auch der Spielleiter diese Szene abgeben. Alle sehen ja diesen Wurf. Wenn der Crit raus ist, wenn die Schadenspunkte berechnet sind, dann kann eben der Spieler auch beschreiben, wie man jetzt diesen Schuss gemacht hat, wie man diesen Wurf mit dem Speer gemacht hat, wie man jetzt mit dem Schwert zugeschlagen hat und welches Körperteil man abgerissen hat oder wo er jetzt anfängt zu bluten oder ob er vielleicht auch gleich ganz tot ist und man dann den Kopf abschlägt oder man ihm das Schwert in den Hals reinsticht, ne? Das ist dann komplett dem Spieler freigelassen. Abhängig von seinem Würfelwurf, da kann dann der Spieler darauf verraten, ja, er ist tot oder nein, er ist nur schwer verletzt, oder ist es halt eine leichter Kratzer. Das kann man dann eben dem Spieler weitergeben und er ist dann in der Verpflichtung, diesen Wurf zu beschreiben. Das ist auch eine ganz große Übung, wenn dann diese Spieler irgendwann selber zum Spielleiter werden sollen, wenn man sie eben dahin ausbilden möchte, dann sollte man schon viele Beschreibungen, zumindest diejenigen des Spielers, sollte man dann abgeben an ihn und dann nicht selber sagen, was der jetzt tut und wie er jetzt herumschlittert, sondern das muss dann eben der Spieler selber machen. Wie gesagt, eine gute Übung für spätere Spielleiterfähigkeiten. Der letzte Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, bezieht sich wieder auf die hohe Initiative. Da habe ich ja, wie gesagt, das Video schon so gemacht. Einfach wieder oben klicken oder jetzt zuhören. Es darf keine Nachteile geben. Es dürfen keine Nachteile entstehen, wenn ich eine sehr schnelle Bewegung habe, wenn ich eine hohe Initiative habe, wenn ich als erstes dran bin. Dadurch dürfen keine Nachteile entstehen. Nehmen wir uns jetzt einfach mal diese beiden Kämpfer, diese beiden Krieger. Der Krieger in Gelb mit dem Umhang hier, der ist als erstes dran, weil er eine sehr hohe Initiative hat, weil er sehr schnell ist.
Und der in Blau ist ein bisschen langsamer. Wenn jetzt der gelbe Nahkämpfer ist und auch der blaue, dann muss er ja auf die Entfernung heranlaufen, wenn er das tut. Und hier heranläuft, dann fehlt ihm natürlich entweder eine Angriffs- oder eine Verteidigungsreaktion. Und das ist schlecht für ihn. Und dieser Nachteil darf nicht entstehen. Man kann sich hier dann dabei helfen. Das ist jetzt auch vor allem ein Tipp an die Spieler, nicht unbedingt an die Spielleiter. Gelb bleibt jetzt stehen, wartet ab und lässt Blau agieren. Wenn er diesen Zug eben, naja, aussetzt erst einmal und darauf wartet, dass Blau agiert, dann muss er mit der kleineren Initiative muss jetzt handeln. Auf die gleichen Entfernung kann er eben auch nicht zuschlagen. Das heißt, er ist jetzt verpflichtet zu handeln. Wenn er jetzt nichts tut und stehen bleibt, dann verfällt sein Wurf. Er kann nicht weiter verzögern. Darf er nicht. Das heißt, er ist verpflichtet heranzulaufen und er muss dann seine Parade aufgeben. Das heißt, er kann gerne auch nochmal zuschlagen. Entweder er schlägt zu oder er pariert. Das ist dann ihm überlassen. Aber ihm fehlt die Aktion, weil er von hier hinten nach da unten laufen musste. Das ist dann eben sein Nachteil, weil er langsamer ist. Und der Gelbe ist dann eben im Vorteil, weil er noch zweimal zuschlagen kann oder zwei Aktionen hat. Das ist dann das, was von der hohen Initiative herbeikommt, gerade dann im Nahkampf. Es dürfen keine Nachteile entstehen, weil ich schneller bin. Da sollte man dann auch als Spieler ebenso agieren. Wenn ich eine Bewegung ausführen muss, dann wartet lieber, dass die anderen die Bewegung ausführen. Wenn man natürlich gegen so etwas wie einen Fernkämpfer spielt und dann der Blaue hier hinten steht und dann einen Pfeil und Bogen hat, dann sollte man natürlich nicht abwarten, dass dann hier geschossen wird, sondern dann sollte man direkt in den Nahkampf reinlaufen und ihn dann blockieren, damit er mit seinem Fernkampf mit dem Pfeil und Bogen da eben nicht mehr viel tun kann. Also das nur als Empfehlung, als Tipp im Kampftutorial. Und das geht dann eben nicht nur für Spieler, sondern das geht auch für Spielleiter, die dann ihre Nichtspielercharaktere führen. Ihr solltet dann in einem Kampf, die hohe Initiative darf nicht zum Nachteil gereichen. Das ist ein Vorteil, kein Nachteil. Ich fasse nochmal zusammen. Schnelle Kämpfe, verzichtet auf die Parade. Dann, es sollte Schaden entstehen, es sollte Konsequenzen geben, es darf nicht zu leicht und nicht zu schwer sein, es muss fair und knapp sein, beides gleichzeitig, sowohl fair als auch knapp. Dann kommen wir zu der Beschreibung von Würfeln, zu der Interpretation dessen. Wenn ihr gewürfelt habt, dann wird danach der Wurf beschrieben. Das heißt, nicht einfach nur Attacke, Parade, Attacke, Parade, Attacke, Parade, sondern würfelt, beschreibt die Szenen und könnt dann so ein bisschen cineastisch arbeiten. Und wenn ihr meint, dass ihr während des Kampfes ein bisschen auf den Stühlen in einer Taverne herumspringen müsst oder euch dann an einem Vorhang entlang hangelt, wie es dann eben bei den klassischen Mantel- und Degenfilmen der Fall ist, dann könnt ihr das gerne tun. Es darf aber dadurch, durch diese Beschreibung, dürfen keine regeltechnischen Vorteile entstehen. Also man kann da natürlich dann irgendwie schreiben mit einem besonders guten Wurf, ja, ich springe dann auf den Tisch der Taverne, um da dann mit dem Degen gegen ihn zu kämpfen. Dann kann auch gerne der Nichtspielercharakter, der Gegner, kann dann auch gerne auf den Stuhl springen oder neben ihn auf den Tisch, damit man dann dort weiterkämpft. Das kann man dann eben alles cineastisch beschreiben. Es darf dadurch aber keine Vorteile geben. Wie gesagt, die Interpretation der Würfel obliegt dann euch, was ihr dann mit dieser Attacke-Parade macht, aber es sollte dann Beschreibung sein, damit es nicht sehr gelangweilt daherkommt. Als letzter Punkt, wie gesagt, die Initiative. Habe ich eben schon angesprochen. Und da gibt es auch noch einmal das zusätzliche Video für, woran man sich orientieren kann. Gut, das waren nochmal meine 4 Tipps zu einem gelungenen Kampf. Damit hoffe ich, es hat euch gefallen, dieses Video. Und ja, vielleicht habt ihr ja selber noch ein paar Tipps. Falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte, dann könnt ihr mich gerne nochmal dran erinnern. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Punkte, die euch noch eingefallen sind. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.